Rahmen des Montafoner Sommers 2016 gastierte die Academy of Taiwan Strings Anfang September im Illwerke-Zentrum Montafon. Das Ensemble aus 16 Streicherinnen und Streichern wurde 1990 von dem gefragten taiwanesischen Geiger Si Yun Cheng gegründet und hat sich von Beginn an das Ziel gesetzt, mit seinen musikalischen Interpretationen Weltniveau zu erreichen. Das breite Repertoire der Musiker reicht von Barock bis zu zeitgenössischen Kompositionen und umfasst Auslegungen neuer Musik. Dank seiner großen Vielseitigkeit und langjährigen Erfahrungen zeigt das Ensemble sein Können durch exquisite samtige Töne und präzise Interpretationen der Musik, für die sich das Orchester in Asien einen Namen gemacht hat. Verantwortlichen des Montafoner Sommers ist es gelungen, mit dem Engagement der Academy of Taiwan Strings ein weltweit gefragtes Ensemble ins Montafon zu holen. Es ist gelungen, über langjährige Veranstaltungserfahrung, aber im Besonderen der Kontakt mit dem künstlerischen Leiter des Orchesters auf Taiwan Strings, dem Gregor Kotow, der bis gestern bei uns war, der es möglich mit unterstützt hat, das Orchester mit zu uns ins Tal zu bekommen. Beim Montafoner Sommer gab es auch heuer wieder ein abwechslungsreiches Programm mit verschiedenen Schwerpunkten. Wir haben dieses Jahr begonnen mit dem Orgelschwerpunkt. Der Grund war, dass die Bergönzle-Orgel in Chagunz 200-jähriges Jubiläum gefeiert hat. Und darum herum haben wir die weiteren Orgelkonzerte gruppiert. Das heißt einmal die Kirche in St. Gallenkirch und die Grasorgel am Bartholomäberg. Der nächste Schwerpunkt war Barock. Und Jazz hat auch wieder im ganzen Tal stattgefunden und eine neue Veranstaltung darunter war die Jazz-Picknick, Jazz-Wanderung am Christberg. Der nächste Schwerpunkt war dann Volksmusik, der bereits etabliert ist und den wir auch in dem Montafoner Sommer übernommen haben. Und den Abschluss bietet dieses Jahr, dass der Kammermusikteil Academy of Taiwan Strings ist, die Orchester in Residenz im Tal, die sind jetzt diese Woche, halten die sich im Montafon auf. Das fachkundige Publikum zeigte sich von den Darbietungen begeistert und schätzt das kulturelle Angebot im Montafon. Ich finde, dass sie sehr, sehr gut, technisch sehr, sehr gut sind, dass sie mit unglaublicher Freude und mit asiatischem Charme agieren bei ihren Konzerten. Und das ist, das spürt man heraus, auch wenn sie europäische Musik spielen. Ja, es ist fantastisch, erstens, wie sie spielen. Und zum Zweiten, ich kannte den Komponisten nicht aus Taiwan und dass die so tolle Stücke da spielen, das ist faszinierend. Und wie die spielen, das ist, also die können überall fantastisch auftreten. Es ist sehr schön, es mit Bergerlebnissen zu verbinden. Wir freuen uns immer, tagsüber auf den Bergen herumzugehen und am Abend diese schönen Konzerterlebnisse zu haben. Am Programm für den Montafoner Sommer 2017 wird bereits fleißig gearbeitet und auch der Termin ist schon fixiert. Wir beginnen am 3. August und beenden das am 9. September. Die Schwerpunkte, wir beginnen nächstes Jahr mit Barock, gehen weiter zu Kammermusik, Jazz, Volksmusik und beenden das Ganze wieder mit einem Orgelschwerpunkt.